Hallo, hier ist Anna. Heute möchte ich über ein interessantes und sehr wichtiges Thema sprechen, über die drei wichtigen Komponenten, die unser Leben ausmachen und die einfach ja, voll gesund, glücklich machen. Das ist Gesundheit, Freizeit und Geld. Über Gesundheit habt ihr sehr viel auf meinem Kanal schon gehört und gesehen. Heute möchte ich über andere zwei Komponenten sprechen, über die Freizeit und Geld. Und euch zeigen, welche Möglichkeiten wir da haben, wo ihr steht. Und am Ende mache ich euch noch ein Angebot. Deswegen schaut unbedingt dieses Video bis zum Ende. Viele Menschen, die ich kenne, haben einfach einen Job, also arbeiten als Angestellte. Die haben immer Vorgesetzte und irgendwelche Chefs und vielleicht auch noch Firmeninhaber. Bei denen schaut es dann mit Geld auch so aus. Jeder, der unten steht, hat weniger Geld als der obere. Und Menschen, die unten stehen, haben niemals die Möglichkeit, genauso wie viel verdienen wie die oben stehen. Also es ist wie so eine Pyramide aufgebaut. Die oben stehen, haben immer mehr als die unten stehen. Das ist ein Nachteil. Zweitens ist wieder Zeit. Also Zeit ist hier folgendes aufgebaut. Ich habe jetzt so ein ungefähr Schema von einem durchschnittlichen Mitarbeiter aufgezeichnet. Also alles, was schwarz markiert, ist Zeit, die wir praktisch anderen Mensch verschenken oder verkaufen in dem Sinne. Also wir bekommen ja Lohn dafür, deswegen ist ja das bezahlt. Also diese Zeit, circa von 6:30 bis 5:30, also bis auf Nacht, haben wir an irgendwelche Mann oder Frau verkauft. Das ist unsere Arbeitgeber. Der gehört uns nicht mehr. Der fällt aus unserem Leben, so gesagt, raus als Freizeit. Freizeit haben wir nur das, was ich rot markiert habe, etwas in der Früh, eine Stunde circa. Und auf Nacht bis 22 Uhr, weil da müssen wir ins Bett gehen. Also das ist, wie man sieht, nicht viel. Und in diesem Zeitraum müssen wir uns um das Essen vorbereiten kümmern, um unsere Gesundheit kümmern, um Sport kümmern, um unsere Familie, unsere Freunde, Hobbys und alles, was wir noch so unternehmen wollen, müssen wir in diese Zeit praktisch irgendwie reinpacken. Wenn ich über Gesundheit spreche, dann wisst ihr schon aus meinem Kanal, dass man täglich was dafür tun muss. Gell? Und hier wird es schon ein bisschen schwierig. Wenn andere Aufgaben wir irgendwie das auf die Woche verteilen können, hier nicht. Genauso wie Kochen, genauso wie andere Aufgaben, die man täglich erledigen muss, kann man nicht immer wegschieben. Machen aber viele Leute und deswegen kommt so ein Berg irgendwann zusammen, die uns einfach überfordert. Also mit Freizeit, Entspanntheit ist es nichts zu tun, hat das nichts zu tun. Und blau markiert ist das Zeit, wo wir schlafen. Es auch fehlt aus unserer Freizeit und unserem Leben heraus. Ist wichtig, aber wie gesagt, da können wir nichts bewusst unternehmen, da müssen wir einfach uns regenerieren. Das ist praktisch, was uns bei Arbeit erwartet. Wenig Zeit für Gesundheit, für die Sache, was uns wichtig sind, wenig Geld oder keine Möglichkeit mehr zu bekommen an dieser Stelle, wo wir gerade stehen. Aber es gibt auch bessere Varianten. Zum Beispiel Menschen, die nicht für irgendwelche Mann oder Frau arbeiten wollen, machen sich selber selbstständig oder auch freiberuflich. Wie schaut bei diesen Menschen dann Alltag aus oder wie steht bei denen mit Zeit, Job und Geld? Hier ist wichtig, dass sie gesund sind und Zeit haben, um ihren Job zu machen. Es heißt, wenn einer, nun nehmen wir, welche Freiberufler haben wir, Zahnarzt oder eine Masseur, wenn der jetzt krank wird, dann kann er seinen Beruf nicht ausüben und hier, also die Geldparameter, wird nach unten fallen. Wenn er entschließt, sich einen Urlaub zu machen, muss er auch seine Praxis kurzfristig zumachen, dann wird hier auch weniger. Also er arbeitet, also jeder Freiberufler arbeitet nach Schema Gesundheit plus Zeit
gleich Geld. Also nur dann gibt es genügend Geld. Wie gesagt, diese Variante kann man ausprobieren, wenn wir natürlich das und das bereit sind zu investieren. Also ob wir dann Zeit haben, auch um das Gesundheit zu kümmern, ist fraglich, weil da wird auch nicht anderes ausschaut. Ich kenne sehr viele Selbstständige, die wirklich 12 bis 18 Stunden am Tag hacken, um hier ein bisschen was zu bekommen. Und Freizeit haben sie auch nicht. Weil wie gesagt, wenn sie Freizeit nehmen, dann wird hier gleich weniger. Dritte Variante ist Business. Also hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Und hier haben wir auch eine Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Weil hier sind wir nicht allein. Wenn wir viel Geld verdienen wollen, dann müssen wir auch noch andere Leute einladen, so dass die praktisch auf so eine Art Schaukel sitzen mit uns, um diese Geldbeutel nach oben schrauben. Also unsere Aufnahmen werden steigern und abhängig sind davon, wie viele Leute mit uns zusammenarbeiten. Und diese Variante gibt es dann in zwei. Man kann man auf zwei aufteilen, eine klassische und eine nicht traditionelle sozusagen. Wie schaut bei der klassischen Variante aus? Man macht sich selbstständig, man nimmt sehr, sehr viel Geld in die Hand, also Kredit oder sowas, und schaut, dass er Produkt entwickelt, also die Geld investiert, dass er diese Produkte irgendwie zertifiziert, weil ohne das geht auch nicht, das kostet auch Geld, dass man den produzieren lässt, das kostet Geld, dass man dann irgendwo Halle mietet, wo das alles lagert, kostet auch Geld, dazu kommen natürlich alle Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, dann kommt noch eine Geschäftsstelle, die auch gemietet werden muss, Mitarbeiter eingestellt werden müssen, Reinigung zahlen wir, Strom, Wasser, Heizung. Dann müssen wir ständig Geld investieren, um das Vermarktung, also für die Werbung praktisch. Und Werbung macht bis zu 40% von einem Umsatz von einem Unternehmen aus. Es ist sehr, sehr viel. Also hier bis zu 40%. Damit einfach das, was wir produzieren, auch bekannt wird und alle davon erfahren, weil von das ist auch unser Gewinn abhängig. Weiterhin müssen wir Buchhalterie machen, wir müssen Steuer zahlen und. Je nachdem, welche Unternehmungsart ist das, müssen wir mehr oder weniger an verschiedene Strukturen noch unsere Geld abgeben. Hier haben wir noch nichts verdient, das ist jetzt nur Ausgaben. Und vielleicht hat jemand von euch schon Höhle der Löwen geschaut, wie die Unternehmer dann erzählen, dass sie praktisch mehrere Monate bis mehrere Jahre schon Geld nur reinstecken und bis jetzt haben noch nichts verdient. Nur minus, minus, minus. Gell? Wie gesagt, das ist ein langer Weg und sehr schwieriger Weg. Zweite Variante ist nicht traditionelle Business. Hier haben wir Möglichkeiten, anderes zu arbeiten, weil hier arbeiten wir in Kooperation mit einer Firma, die das alles für uns übernimmt. Alle Punkte, die hier aufgelistet sind, weg. Es heißt, dass wir können mit null anfangen, ohne jegliche Ausgaben, ohne viel Geld in der Hand zu nehmen. Und das kann jeder von euch theoretisch sofort machen, egal ob der arbeitet und Geld dazu verdienen möchte oder komplett auf diese Variante umsteigen oder er ist selbstständig und möchte auch dazu verdienen oder auf die, wie gesagt, auf zwei Beinen stehen. Das ist eine wunderbare Methode. Hier bekommen wir das, was die Firma hier ausgeben muss, bekommen wir hier. Also 40% von bis zu 40%, ja, das ist je nach Unternehmen unterschiedlich, gell? Aber das ist schon gutes Geld, von allem, wir haben ja nichts ausgegeben, wir verdienen sofort. Mit was verdienen wir? Mit Empfehlungen. Aber das ist praktisch das Gleiche, was die Werbung hier.
Nur muss ich euch sagen, Empfehlung ist ganz was Besonderes. Werbung kann alles Mögliche enthalten und man weiß nicht, ob das gut ist, schlecht ist. Also Werbung ist Werbung. Okay? Empfehlung ist aber ganz was anderes. Auf Empfehlungen hält sich praktisch alles in unserem Leben. In Amerika wurden Untersuchungen gemacht, dass ca. 92% der gesamte Umsatz auf dem Welt wird durch das Empfehlungen erzeugt. Also könnt ihr euch vorstellen. Und wir empfehlen tatsächlich ständig irgendwas weiter. Also wenn ich auch eine gute Masseur suche, dann werde ich umschauen, umhören und nach Empfehlungen auch zum bestimmten Mensch gehen. Genau das gleiche mit dem Zahnarzt, genau das gleiche mit Friseur, genau das gleiche, wenn ich irgendwas kaufen möchte, Fernseher oder irgendwelche Kaffeemaschine oder irgendwas, egal was. Ich frage immer jemanden nach, also wo er das gefunden hat oder weiß jemanden. Das ist immer Empfehlung, aber dafür bekommen wir nichts und der uns das empfohlen hat, auch nichts. Und das ist ein bisschen so unfair und hier ist so ein Geschäftsmodell aufgewachsen, dass der uns was empfiehlt, bekommt ein bisschen was dafür und wir auch haben Möglichkeiten, erstens die Produkte billiger zu kaufen mit großem Rabatt. Wir haben Möglichkeit in Aktionen teilzunehmen. Wir haben Möglichkeit für unsere Treue auch noch zusätzliche Rabatt zu bekommen und wir haben dann Möglichkeit auch andere Menschen einzuladen und auch uns dafür wird die Firma, mit der wir kooperieren, belohnen. Und das Tollste daran, warum ich auch mich für diese Art von Beschäftigung entschieden habe, dass wir ein Produkt bekommen, die nicht einfach aus irgendwelcher Werbung kommt oder irgendwelches Institut sagt, dass er gute Testen bestanden hat. Nein, weil er von meinem Freund, meinem Bekannten getestet wurde. Dieser Mensch hat ihn gekauft, ausprobiert, hat seine positive Ergebnisse bekommen und empfiehlt mich herzlich weiter. Das ist für mich sehr, sehr wertvoll und deswegen bin ich bereit, auch seine Empfehlung nachzugehen und diese Produkte auch ausprobieren. Und wenn es mir gefällt, mache ich genau das Gleiche. Also auf meinem Kanal bekommt ihr nur solche Empfehlungen, die ich selber schon ausprobiert habe und tatsächlich Wirkung sehe. Und ich habe ja große Wirkungsspektrum sozusagen mit meiner Praxis und so weiter. Deswegen habe ich auch Möglichkeiten zu testen. Also Empfehlungsgeschäft ist sehr, sehr große Sache und ganz einfache Sache, weil wie gesagt, jeder Mensch macht das mehrmals täglich sogar einfach so umsonst. Und hier haben wir Möglichkeit, einfach Geld damit zu verdienen und gleichzeitig verdient oder spart unsere Freund oder Kollege oder Bekannte auch Geld, wenn er das kauft. Was normalerweise nicht passiert, wenn wir auf normalen Weg gehen. Wenn ich euch empfehle, irgendwas beim Aldi zu kaufen, bekomme ich nichts davon und ihr kriegt auch nichts davon, außer das Produkt, was mir auch gefallen hat. Hier bekomme ich Geld ein bisschen, ihr bekommt eure Rabatten und auch rückwirkende Rabatt, wenn ihr Treue beweist, also wenn man bei diesem Unternehmen weiter einkauft. Also das ist wie gesagt eine Möglichkeit für. Und wir schauen jetzt mit den drei Parametern, die für unser Leben so wichtig sind. Also wenn wir Gesundheit anschauen, dann müssen wir natürlich hier überlegen, mit welcher Firma wir zusammenarbeiten. Also die Firma muss in der Lage sein, unsere Gesundheit zu unterstützen. Deswegen, wie gesagt, ich arbeite mit Firma, die das mir ermöglicht. So, durch sein Gesundheitskonzept kann ich da alles besorgen, was Gesundheitskonzept ausmacht. Und das macht mich täglich gesund. Ich nehme die Produkte selber, ich empfehle die weiter und ich helfe so auch anderen Menschen gesund zu werden. Zweitens, ich kann meine Zeit frei wählen, wann ich das mache, wie oft, wie viel. Also das ist komplett unabhängig von irgendwelchen Arbeitsgebern, wo strikt aufgeteilt ist, du kommst da und gehst da oder machst noch mehr. Unbezahlt oder so weiter. Bei Selbstständigkeit habe ich hier keine Angst, wenn ich was nicht gemacht habe, dass ich kein Geld verdiene. Also mit der Zeit wächst unser Wirkungskreis immer weiter und weiter. Und auch wenn wir nichts tun, bekommen wir dann irgendwelche Rückmeldungen oder Rückerstattungen. Also bares Geld praktisch. Weil die Leute
wenn die Produkt ausprobiert haben und kaufen, dann werden sie das immer wieder machen. Und was Geld angeht, dementsprechend, hier können wir viel mehr verdienen, egal wo wir stehen. Also wenn wir auch später in den Business reingekommen sind, können wir genauso viel verdienen wie der da oben steht oder sogar mehr, je nachdem, wie viel wir bereit investiert haben von dem Zeit hier oder von unserem ja, besondere Qualitäten. Gell? Eine haben so ein Wirkungsspektrum, andere weniger, aber auch das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen, wie viel wir möchten. Und das ist schon eine große Sache. Jetzt möchte ich, dass jeder von euch nachdenkt, wo er steht und überlegt, wenn man das weitermacht, wo er wird nach 10, 20 oder 30 Jahren. Also hier bekommen wir dann Rente, es geht dann meistens ja so beim Berufsleben, also als Eingestellte. Wir arbeiten, also lernen erst, bekommen nichts, dann haben wir was gelernt, bekommen bestimmte Job mit bestimmten Lohn, der immer ständig gleich bleibt, vielleicht kleine Steigerung, also wir werden ein bisschen mehr verdienen, aber niemals so wie unsere Arbeitgeber. Und irgendwann kommt das Rente, also Abfall. Gleich nach unten, das weiß ja jeder momentan, wie es mit Renten in Deutschland ausschaut. Das viel erwarten können wir nicht. Und hier kommt es einfach Zeit bis zum, wie gesagt, Ende. Bei Selbstständigkeit kann alles passieren. Wenn wir auf einmal krank werden, dann ist hier gleich wieder nichts. Wenn wir Zeit nicht haben, warum auch immer, dann ist hier auch nichts mehr. Und Business ist das die einzige Möglichkeit, praktisch wirklich viel Geld zu verdienen. Aber wir müssen Variante wählen, wo Gesundheit, Zeit und Geld in Gleichbalance sich befindet. Gell? Und wo wir möglich keine Ausgaben haben. Das ist sehr, sehr wichtig in Anfang. Und ich möchte euch auch eine Partnerschaft anbieten, für alle diejenigen, die sich für diese Variante entschieden haben oder entscheiden werden, bitte meldet euch bei mir. Ich helfe euch bei allen Fragen. Eure Nachfragen könnt ihr mir per Kontaktformular schicken, unbedingt eure Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinterlassen, damit ich die auch beantworten kann. Oder ihr könnt mir ganz einfach in Kommentaren etwas schreiben. Ich werde jede Frage oder jede Nachfrage beantworten und dann euch auch mehr über diese Möglichkeit erzählen, alle Details. Bis dorthin wünsche ich euch alles Gute. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Informationen verpasst. Wenn das für euch interessant war und ihr wisst, ein Mensch, der gerade, wie gesagt, weiß nicht, wohin mit seinem Berufsleben, und sucht nach irgendwas oder ihr selber sucht zum Beispiel nebenberufliche Tätigkeiten oder wollt einfach zweite Bein aufbauen oder ihr habt ein Business, der einfach euch pleite gemacht hat und ihr wisst nicht mehr weiter, dann, wie gesagt, das ist für euch und auch schickt dieses Video weiter, damit ihr anderen Menschen damit helfen könnt. Drückt Daumen hoch, das ist für mich auch eine Energieaustausch, ich werde mich sehr freuen und ich hoffe auf eure Rückmeldungen. Also wir sehen und hören uns. Bis dahin.